Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Wie so man kein Zweifrontenkrieg führt. So ist es. Hallo. Ja, wir sind wieder zurück in Babylon, schon ein paar hundert Jahre später jetzt. Und wir werden von zwei Seiten angegriffen, von Assyrern und von Chaldäern, oder? Genau, das war's, ja. Richtig. Ja. Beziehungsweise, ja gut, das ist schon richtig, es ist halt einfach nicht so toll. Es ist schon nicht so toll, ja. Nee, ist Ja. nee. Wir haben vorhin noch nachgeschaut, wegen dieser Mission Die große Jagd. Wisst ihr vielleicht noch, als wir Genau, uns gefragt haben, ob man da wirklich durch die Turmreihen durchhauen muss, durchbrechen muss? Und laut der Lösung, die ich jetzt angeschaut habe, ja, das haben wir richtig gemacht. ja. Ergo, ja, gut, da war das Transportschiff wirklich nur dazu da, um die beiden Katapulte von dieser kleinen Insel herunterzuholen. Okay, ja. Tja. Gut, jetzt sind wir auch klüger geworden, ne? Ja. Ah, wir haben schon die allmächtigen Türmex. Sehe ich das richtig? Oho. Haben wir sie schon? Ich glaube, nee, das Nee, ist nee. kein allmächtiger Turm. Aber wir sind auch in der Bronzezeit. Yep, Gold finden, Nahrung abbauen. Du Ja. willst Nahrung, Nahrung Ja. sammeln. Man baut Nahrung nicht ab. Doch, doch, abbauen. Okay. Es sind ja Büsche. Na gut, okay, dann bauen wir Aber Nahrung ab. stimmt, Gold finden wäre eigentlich gar nicht mal so übel. Weißt du was, Priester? Priester kann das erledigen. Okay, ja. Ja, Ja, er sieht weiter. komm, Priester können alles. Genau, und wir brauchen. Wir brauchen Arbeiter, Arbeiter. Ah. Komisch. Aber ich kann noch keinen neuen bestellen. Das ist halt der böse Punkt. Okay. Ja, bis jetzt sieht's noch friedlich aus. Da Das. ist ja auch erst ein paar Minuten drin. Ja, das ist schon so, aber ich meine, grundsätzlich heißt es, wir sind bei extrem schwierig. Das Ah, Spiel gut. kann auch sagen, nö, stirb. Schau dir mal die Punktezahl an. Ach, stimmt. Ja, das Spiel Ah. will mir sagen, ja, stirb. Obwohl, Ja, es geht, es nee, geht. so schlimm ist es nicht, stimmt. Okay, Darwin. Priester. Such Gold. Wow, er sieht weiter, ja, ich stimme zu. Ja, das hat der Priester so an sich. Kann man so sagen, ja. Okay, wir sollten vielleicht nicht zu. Was ist Rotes? Okay, da oben ist Chaldea. Da war was Rotes auf der Komisch. Karte kurz. Aber ich sehe immer noch keine. Sollten die nicht vom Süden her? Ach, ist ja egal. Komisch. Hinterfragt nicht die Geografie dahinter. Genau. Das lohnt sich nicht. Okay. Ich höre Angriffsmusik. Ach, schön. Darwin. Ah, ein kleines Bötchen. Von Ein Zoller. Assyrern. Okay, also Assyrer kommen vom Süden, hä? Ja. Interessant. Darwin. Haben wir Okay. trotzdem irgendwo vielleicht. Gut, wir wissen nicht, wo Oh, Norden ist, ne? Kannst du das bekehren? Oh! Ohohoho. Aber wenn wir schon einen Priester haben, komm schon. Ja, wenn schon, dann schon. Hopp. Ja, cool, Er wärmt danke. sich auch nicht, das ist super. Danke für das Erkundungsschiff. Das ist total praktisch. Ja, finde ich auch. Wir haben schon wieder angegriffen. Aber das ist der gleiche. Okay, das ist der gleiche Angriff. Okay. Schön, haben wir ein Schiff. Danke. Ja, sehr freundlich, sehr freundlich. Das ist wirklich nett. Ja, das absolut. Wollte er uns gerade noch Gold schicken? Ja, echt. Wenn ich einen zweiten Priester habe, dann fühle ich mich sehr viel wohler. Ja, das wäre auch super. Das wäre auch total nett. Das wäre extremst lieb, ja. Wir brauchen demnächst Häuser, Ja. hä? Kannst du mal da hinten schauen, Darwin. was es noch so hat? Sehr schön. Also Priester, offensichtlich eine gute Idee. Ja. Early Priest. Solange es kein Gelbsuchtpriest ist, dann ist es absolut kein Problem. Ja, das stimmt, das stimmt. Die anderen sind ein wenig mühsam. 5, 6. Okay, noch 2 für Holz. Und dann nochmals 2 für Nahrung. Und dann sind wir eigentlich schon sehr gut mit der Wirtschaft unterwegs. Ah, da haben wir Gold. Ah, da ist es ja. Super. Sehr schön. Ready, Mart.
Sehr schön. Der Nachfolger von Nebukadnezar ist glücklich mit dieser Entdeckung. Gut, da sind wir doch froh. Dann Lagerhaus hin und abbauen das Zeugs. Ja. Haben wir noch Holz dafür? Ja, haben wir. Lagergrube, los! Ich wähle dich, Lagergrube. Los, Donnerschockattacke. Goldabbauangriff. Du kannst eigentlich weiterschauen, ne? Vielleicht. Ja, das ist noch mehr Gold. Ja. Cool. Vielleicht finden wir noch den Gegner und bekehren ihn schnell. Ah, ich mag Priester, die sind echt Die super. sind super, die sind Die echt sind super. toll. Außer die kämpfen gegen dich. Das ist dann nicht ganz so cool, aber. Ja, dann ist es nicht so das Okay, Wahre. also der kam ja von unten, ne? Oder war. Yep. Na. Guck mal da oben nach. Schiffchen. Okay, da hat es noch mehr Gold. Ja. Holzer. Sie haben gesagt, Vollaufbau, oder? Das heißt, wir brauchen Ja, dann. bevor wir angreifen, sollen wir uns voll aufbauen. Noch zwei. So, dann hast du genug zu tun. Dann sollten wir eigentlich die volle Bevölkerung haben. Okay. Habe ich? Habe ich. Yay. Ich habe gelernt, Prof. Super. Und wir sollten demnächst mal in die Eisenzeit. Hein? Vielleicht bei Gelegenheit. Ja, sollten wir auch. Also ich denke, das ist so der Plan, ne? Zweite Priester, Eisenzeit. Dann mal schauen, ob wir uns eine Armee zusammenklauen können. Ja. Tönt fair. Tönt Und absolut dann fair. Turm Rush machen. Turm Rush, genau. Das wäre eigentlich auch was. Okay, da hat es genügend. In dem Fall Feld. Irgendwie so. Ich glaube nicht, dass ich Schwertkämpfer ausbilden will. Nein, nein. Die Und sind. vergiss nicht die Upgrades für die Wirtschaft. Wo sind die? Die sind im Marktplatz, glaube ich. Und können wir nicht haben. Ach so, ja, das meinst Genau. du. ja, ich mach's gleich. Weißt du was? Du kannst eigentlich zuerst noch einen Marktplatz schnell hin basteln. So lobe ich mir das. So hin. Okay, also sind die Gegner auf einer anderen Insel Das oder? kann gut sein. Das sieht tatsächlich fast ein bisschen so aus im Moment. Was natürlich cool wäre, weil ich denke, da sind Priester vielleicht noch etwas effektiver. Ja, definitiv, ja. Priester, kommst du mal zurück. Zur, ja, dorthin, wo sie herkommen können. Zur Ach, ich Verteidigung. sehe was Rotes. Oh Okay. cool, übernehmen, übernehmen, übernehmen. Ah, nee, da können wir. Okay, ich sehe. Vielleicht kannst du das Schiffchen übernehmen. Da hast du ein eigenes Fischerboot. Das ist total Ja, toll. aber wir brauchen so oder so einen Hafen, weil sonst bringt das nichts. Ja. Steine. Verbesserung. Ah. Das Rad, das Rad, 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 ja, Ja, genau. habe ich. Oh, Das gehört oh, zum Priester, Boden. Priester, Sag ich Priester. ja, Priester hoch. Du meinst das Bötchen? Das meine ich. Also, ich meinte eigentlich schon das Fischerboot, aber. Ist Weißt du ja was? egal. Ja, Priester, kommst du? Weißt du was, du kriegst gerade. Du bist die wichtigste Einheit hier. Das ist so, ja. Los, bekehre es schneller. Bevor sie sich gegenseitig umgebracht Fahr haben. mit dem ein bisschen durch die Gegend. Du willst das andere Schiff nicht durch, du willst es beschädigen. Ja, dann machst du das genau richtig, genau. Das Unbeschädigte bekehren und das andere angreifen. Und der bekehrt aus. Nein, nein, uns auch. Ja, du bist zu langsam. Du bist zu lang. Schafft Er auch das? nicht. Nein. Scheiße, du bist nicht. Verdammt. Nee, dann lassen wir es. Okay. Gut, Ja, das darauf bräuchten so, wir. so vergeudet man einen Priester. Ja. Was gibt denn dort für tolle Upgrades, die man machen kann? Ja, die sind jetzt gerade nicht sichtbar, aber ja. Ich weiß, Ja. was du sehen möchtest.
Ah, wir brauchen noch. Ich möchte auch mehr Arbeiter beim Gold sehen. Ja. Mehr Upgrades für die Wirtschaft und für die Priester und für was weiß ich was alles. Mhm. Upgrades. Upgrades. Ich will up. Ja, ich glaube, wir hätten uns nicht entdecken lassen sollen. Wir hätten vielleicht den Priester nicht wegwerfen sollen. Oder so, ja. Was meinst du? Ich glaube, laden. Ja, ja, lad mal neu. Und dann, oh. Ganz, ganz professionell neu laden. Da hast du das letzte Mal gespeichert? Ja. Oh. Okay, gut. Also, Priester her. Der greift von unten an. Ah, da. Greift schon, aha. Ich bin schon unterwegs. Und du kommst gleich rüber und holst mir Gold. Ja. Und dann, ich würde jetzt noch keine Felder bauen. Ich würde erst das Feld-Upgrade erforschen. Mhm, ja. Hast du ein bisschen mehr? Yep. Absolut richtig. Wallemars. Ach, wart, wir können noch gar nicht. Nee, du kannst doch gar keine Lagergrube bauen. Ist natürlich nicht ganz so toll, aber. Ja, aber du kannst vorerst mal wenig laufen. Ich denke, das wird gar kein Problem groß werden. Ja. Weil du machst, wie gesagt, zwei Priester mit guten Upgrades und allem. Mhm. Und ich meine, er hat mit Axtkämpfern angegriffen. Oh mein Gott. Ja, das sollten wir. Nee, ich glaube einfach, er hat uns gesehen, weil wir halt da blöd in ihn reingefahren sind. Dann hat er den Angriff gestartet. Das könnte eben gut sein. Okay, du. Okay, jetzt kommst. Nahrung. Genau, ja. Ist in Ordnung. So. Und sobald wir genügend Holz haben für die Lagergrube. Ist demnächst soweit. Wenn du willst, kannst du sie im Norden bauen, weil da waren zwei Goldvorkommen gleich nebeneinander. Ja. Ja. Okay, du hast genug? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich genug. Okay. Wallemars. Irgendwie so, ja. Passt. In dem Fall, du sagst Marktplatz, hä? Ich würde, ja. Allein schon wegen dem Rad. Mhm. Ja, klar. Aber... Oh, Priester. Kommst du schon mal runter? Weil du bist relativ langsam. Genau. Was sind da jetzt für Upgrades noch so drin? Ich zeig's dir gerade. Ja. Absolut fair. Also, Astrologie. Bekehrungen effektiver. Das wäre was Gutes. Mehr Lebenspunkte für Priester. Ja, I like as well. Bewegt sich schneller. Ja, es ist eigentlich... Ja, es ist alles gut. Bei den Priestern ist alles relativ gut, ja. Darwin. Okay. Ah, ja, du kannst trotzdem weiter abbauen. Das ist absolut erlaubt und sogar erwünscht. Ja, das ist es. Darwin. Ja, aber dann machen wir das wirklich so. Priester mit Türmen. Ja. Und guten. Ja, das ist wunderbar. Finde ich auch. Ja. Marktplatz kannst du schon? Nein, kannst du noch nicht. Okay. In dem Fall mehr Holz. Ja. Ah, ja. Nee. Der nächste kann den Marktplatz bauen. Ja, okay. Das sollte schon klappen. Ja, und dann haben wir dann auch genug Holz für ein paar Felder. Ja. Nachdem wir das. Sollten wir, ja. Ja. Sollte so klappen. Yep. Also. Holmes. Yuri. Ite. Ah. Super. Das möchte ich. Ja, das. Ich meine, zu zweit sind sie dann richtig episch, weil dann schießt auch nichts mehr auf sie. Yep, so ist es. Okay. Ja, komm. Dann schick noch ein paar zum Gold, komm. Ja, mach ich. Ich denke vor allem, dass 30% effektiver bekehren wäre schon gut. Ja, wie viel kostet das? Ah, warte, ich sehe es. Ist alles recht teuer, leider. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob wir erst ins nächste Zeitalter gehen wollen oder die Priester upgraden. Mhm. Ja, so betrachtet. Wahrscheinlich, wenn wir wirklich mit Priestern spielen wollen, wäre wahrscheinlich erstmal das Priester Upgrade fast besser, ne? Ja. Wir haben nicht genügend Nahrung dafür, hä?
Und auch dafür nicht. Ah, Mist, das kostet auch Nahrung. Oh, okay, Ach, das habe ich übersehen. ja, das ist Das habe ich übersehen. Okay, gut, ja. Dann ungünstig, Nahrung, aber mit Nahrung abbauen für die Leute. ja. Nicht. Nahrung. Ich baue jetzt doch noch schnell ein Feld. Hä? Okay, gut. So. Priester, komm her. Ja, und jetzt kann er kommen. Ja, jetzt kann er kommen. Und ich merke, die Zeit ist schon wieder rum. Ja, aber wir können uns, glaube ich, da schon bewähren gegen die zwei Gegner. Ja, das geht. Es sieht machbar aus, schon mal. Und ja, falls ihr sehen wollt, wie wir es das nächste Mal besser machen als beim ersten Versuch, ohne Priester unnötig zu verlieren, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.